Kürzlich erzählte mir jemand, dass in den letzten Jahren so viel in ihrem Leben passiert ist und schiefgelaufen ist und ganz anders gekommen wäre, als sie eigentlich gedacht und erwartet hatte. Und jetzt hätte sie Probleme damit, Gott zu vertrauen. An sich hatte mich das wirklich beschäftigt und auch nachdenklich gemacht. Wie kann man Vertrauen in Gott erklären? Wie ist das mit dem Vertrauen in Gott? Mir fiel dazu eine kleine Begebenheit ein, die wir erlebt haben, als unsere Kinder noch klein waren. Sie bekamen ein Fahrrad geschenkt und wollten jetzt Fahrrad fahren lernen. An dem Fahrrad war alles dran, es war super. Sie stiegen auf und merkten, das geht ja gar nicht so einfach. Wir haben dann, wie alle Eltern das auch heute machen, dazu gegriffen, dass wir gesagt haben, der Papa läuft neben dir her. Der Papa hält dich am Sattel fest und dann kannst du losradeln. Und so haben sie es auch gemacht. Der Martin hat den Sattel hinten festgehalten, das Kind hat sich draufgesetzt und die ersten Meter mit diesem Fahrradfahren geübt. Und dann kam immer wieder die Frage, Papa, bist du noch da? Ja, ich bin noch da, sagte er, ich halte dich fest, ich laufe nebendran, du kannst einfach deinen Blick nach vorne richten und geradeaus weiterfahren. So haben sie das Radeln geübt, bis die Kinder wirklich in der Lage waren, frei zu radeln, weil sie einfach diese Sicherheit hatten, da ist jemand, der mich festhält. Ich möchte dir sagen, dass das mit dem Vertrauen auf Gott ähnlich ist. Du kannst ihm vertrauen in deinem Alltag, in deiner Situation, in der du bist. In der Bibel heißt es an einer Stelle, ich will mein Vertrauen auf Gott setzen. Das ist eine Willensentscheidung in erster Linie, dass du sagst, ich will mich wieder neu aufmachen, Vertrauen auszusprechen in Gottes Handeln in meinem Leben. Ich will Gott vertrauen, dass er einen guten Weg mit mir geht. Ich will Gott vertrauen, dass er mich nicht verlässt, sondern dass er mich hält, dass ich weiß, er ist an meiner Seite. Wir lesen im Hebräerbrief, werft dieses Vertrauen auf den Herrn nicht weg, was auch immer geschieht, sondern denkt an die große Belohnung, die damit verbunden ist. Du kannst in deinem Gebetsleben dazu übergehen, dass du sagst, ich vertraue auf dich, Vater im Himmel. Ich vertraue, dass du mein Leben in deiner Hand hältst. Ich vertraue dir, dass du alles unter Kontrolle hast, dass du mich nicht loslässt, dass ich nicht ohne dich durch mein Leben, selbst die schwierigen Situationen gehe, wo es holprig wird, wo es vielleicht schwierig und eng wird. Ich will meinen Fokus auf dich behalten. Ich will dir vertrauen, egal was passiert. Ich will dir vertrauen. Ich wünsche dir, dass du in dieses Vertrauen neu reinkommst, dass du das neu aussprichst und dass du erfährst, Gott hat mehr für dich.